Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, nein, zu einer neuen Folge Harry Potter Go, beziehungsweise zu einer Folge Harry Potter Wizards Unite, denn, ich erkläre gleich noch was dazu, ich habe seit gestern Abend hier die Benachrichtigung drin in meiner Liste, Harry Potter Wizards Unite ist verfügbar, da wollen wir jetzt mal drauf drücken, wollen uns das mal runterladen, weil das lädt ja gerade jeder runter und jeder spielt das. Und dann müssen wir auf den Zug mit aufspringen, das mal installieren. Mal gucken, wie lange das dauert mit dem Runterladen, mit dem Installieren, mit dem Einrichten. Und vor allem mich interessiert, wie sieht das Spiel aus? Denn ich mache ja immer meine Pokémon Go Videos, das ist also auch eine App von Niantic. Und das interessiert mich, wie ist das gemacht, wie sieht das aus? Ist das cool, ist das nicht cool, ist das kompliziert, raff ich da nix oder wie auch immer. Das wollen wir uns heute mal anschauen. Ich möchte aber gleich noch vorweg anmerken, das wird das erste und einzige Harry Potter Video sein, was ich mache. Bleib jederzeit auf der Hut, behalte deine Umgebung stets im Auge, Bruder. Wizards Unite! Oh, gib dein Geburtsdatum ein. Das machen wir natürlich gerne. Das ist nämlich der Scheiße, der falsche... 16.07.1988. Eigentlich ist ja komplett egal, was ihr da eingebt. So, abschicken. Account einrichten für Facebook oder Google. Wir machen das jetzt erstmal. Wir richten mal den Account ein und dann melden wir uns zurück. So, ich habe jetzt im Prinzip das als Google-Account gemacht, wie es eben auch bei Pokémon ist. Zugriff auf GPS benötigt, machen wir auch. Standort zulassen, hin und her, machen wir alles. Nutzungsbedingungen annehmen, braucht man nicht lesen. Datenschutzerklärung, okay, interessiert uns auch nicht. Man wird eh überall, nein, das möchte ich nicht. Nein, das möchte ich auch nicht. Okay, so, weiter. Ihr müsst da gar nichts antippen. Ja, das tippen wir auch mal an und machen das weg. Weil wir wollen ja ins Spiel, wenn ihr das selber runterladet, könnt ihr euch das ja alles in Ruhe angucken und geben. Wir wollen uns aber nichts geben von der Story, von dem ganzen Hin und Her. Wir wollen uns einfach nur die App wirklich mal anschauen und... Ja, das sieht schon gut aus, ne? Das ist bei uns zu Hause. Wer die Pokémon-Videos guckt, sieht das ja auch immer. Und dieser Name wird nur dir angezeigt. Ramon S. Digga, der kennt kein SZ. Was ist da los? Dann schreiben wir es halt mit SS. Spitzname. So, machen wir mal Ramses der Dicke. Bam. Dieser Name wurde beim Mysterium bereits registriert. Hm, wer macht denn sowas? Das gibt's doch gar nicht. Dann machen wir es anders. Nehmen wir das einfach wieder. Ivar Scharf. So. Der geht natürlich. Und das Problem hatte ich damals auch schon. Dass mein normaler Name ging einfach nicht. Und dann musste ich was anderes nehmen. Dem Himmel sei Dank. Hallo, ich bin... Ja, Konstantin. Das interessiert uns nicht. Was du da sagen willst, was da los ist. Wir gucken uns hier mal an, ihr seht schon, das andere ist immer alles schön grün und saftig. Und hier ist eigentlich alles... Dieses Desaster ist, naja, ziemlich desaströs. Ja, beruhig dich. Ja. Hallo, danke, dass... Eigentlich drücke ich jetzt alles weg, dann weiß ich überhaupt nicht, was ich machen muss oder machen soll. Sie weisen auf die Position eines findbaren Gegenstands hin. Okay. Tippe die Spur an, um diesen findbaren Gegenstand zurückzuschicken. Kamerazugriff. Erlauben. Okay. Soos. Ist ja wie bei YouTube-Kacke. Soos einfach nur. Hagrid steckt in der Klemme. Barrieren wir dieses Netz denn hier, Fundwächter. Okay. Zoomen. Ausrichten, antippen. Gefährdungsanzeige verrät dir, wie wahrscheinlich es ist, dass etwas Findbares den Muggeln... Nachzeichnen. Okay, gehen wir mal hier runter, darüber und das. Gut. Alter, Digga, was ist los?
Du hast den Fundwächter überwältigt, zurückgebracht. Hagrid sieht richtig dope aus, mit dem würde man sich gerne mal in die Kneipe setzen und einheben, das sage ich dir, mit dem dicken Bart. Ja, Bild platzieren, keine Ahnung. Nachdem du Hagrid nun zurückgeschickt hast, solltest du das im Register vermerken. Das Register ist eine Liste, die in den Spuren verstecken sammelt, wenn du einen findbaren. Du solltest jetzt Hagrid. Okay, was auch immer. Einfach mal durchdrücken. Wir haben Hagrid angetippt. Hagrids Hütte, Rang 1. Da geht's ja schon fast weiter auf Rang 2. Gesehen, Fragmente 1. Zurückgebracht, 23.06. Gefunden, Hildburghausen. Zurückgebracht, Hogwarts-Gelände. Okay. Das gehen wir auch mal hier raus. Und was haben wir noch? Du kannst jederzeit das Register abfragen, welche findbaren Gegenstände du... Okay. Jo, hier sehen wir jetzt die Umgebung, wie es sonst immer aussieht. Wir haben ja normalerweise hier immer so Arenen. Festung, Rathaus der Stadt Hildburghausen. Das ist bei uns eine Arena, ne? Hier sieht es auch so aus, ist ein richtig dicker Batzen, unten der Park, da ist einiges los. Hier ist eigentlich eine Arena, die Stolpersteine, was ist das? Stolpersteine, untere Marktstraße ist auch so. Das sind Gasthäuser. Hier ist eine Gießkanne. Plus 5 Wasser aufgesucht, okay. Spielplatz, Wohngebiet, Hefenmarkt, auch Gasthaus. Das sind also überall Gasthäuser verteilt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus, laufen mal ein bisschen rum, gucken mal, was in den Gasthäusern passiert und melden uns einfach gleich wieder. So, wir sind jetzt mal hier runtergelaufen, sind direkt an der Ecke hier, wo die Stolpersteine sind. Da ist auch das Gasthaus. Das Lustige hinter uns ist ja der Adler. Das kann man auch als Gasthaus so durchgehen lassen. Hier finden wir noch Buttertoffee. Was ist das? Eine Schlange? Drücken da mal drauf. Schon wieder Sauce. Immer YouTube-Kacke versteckt. Suchen, Alarm, ausrichten. Ich weiß gar nicht, ob man da was machen muss, wenn der Zauberstab dann da losgeht. Wir krüppeln einfach noch mal drauf und gucken, was passiert. Okay, verkackt. Vielleicht hätte ich es mir doch vorhin durchlesen sollen, was man da machen muss. Du hast einen Fundwächter überwältigt. Ein findbarer Gegenstand. Gut, einen zweiten, den nehmen wir auch mal auf. Hand des Ruhmes. Bild platzieren. Jetzt drückt ihr natürlich wieder hier unten auf euer Dings. Rangaufstieg, Rang 2. Das ist also wirklich, ihr kriegt dann Erfahrungspunkte immer zugeschmissen und steigt dann im Level, genau eben wie bei Pokémon. Da gibt es auch Münzen, würde ich mal sagen. Kann man die aufmachen? Ja, kurz zurückdrücken, okay. Wir wollen ja jetzt mal gucken, was das Gasthaus hier ist. Beförderung, okay, das wird reichlich zelebriert, wie man sieht. Da gibt es auch ordentlich was dafür, sehr schön. Wir wollen aber jetzt mal hier auf das Gasthaus drücken, wenn die aufhört zu reden. Ne, jetzt will sie noch was erklären. Tagesaufträge gibt es also auch noch. Also dann schauen wir uns doch mal diese Liste an. Ja. Bringe 10 findbare Gegenstände zurück, esse 2-mal in Gasthäusern, eine Zutat oder Potschatulle aufsammeln, schließe alle deine Tagesaufträge ab. Also wie bei Pokémon gibt es natürlich auch verschiedene Quests, die ihr erledigen könnt. Hier sind natürlich viel mehr zu finden. Und was ist überhaupt da unten täglich? Special gibt es hier. Mehr Spezialaufträge kommen bald. Das sind wie die Spezialforschungen bestimmt bei Pokémon. Dann habt ihr hier Erfolge. Schließe Spuren in 2 Ländern ab. Okay. Das ist ja sowas wie Medaillen, die ihr natürlich auch bei dem anderen haben könnt. Was ist das noch? WTG-Aufträge. Na, damit weiß ich nichts anzufangen. Wir gehen aber jetzt mal zurück, weil wir wollen ja einfach auf das Gasthaus hier drücken. Nee, machen wir nicht, weil sie einen schon wieder rausschmeißen und schon wieder was anderes anzeigen.
Reset in 7 Tagen. Jetzt drücken wir es einfach mal an, weil wir stehen ja jetzt nah genug dran. Da kommt wieder Soße und es lädt. Gasthaus. Antiobskuranten. Was? Antiobskuranten kann ich nicht lesen. Ist was Komisches. Wir drücken einfach mal weiter, weiter, weiter. Was ist das? Wir ziehen das mal hier rüber. Und wir haben ein... Komm in 5 Minuten wieder, um mehr Zauberenergie einzusammeln. Okay, interessant. Das ist also dann wie ein Pokestop oder so, oder wie wenn ihr eine Scheibe von der Arena dreht, könnt ihr da also immer Magie einsammeln. Jetzt raucht da der Schornstein, der zeigt sozusagen wahrscheinlich an, dass er sich gerade regeneriert, wie wenn der Pokestop gedreht ist. Und der ist dann natürlich lila, muss dann wieder blau werden. Zeigt das euch hier auch an. Also das ist alles in seinem eigenen Stil, das ist nicht so bunt, wie man sie jetzt von Pokémon kennt, aber ich glaube, wenn man da dran bleibt und dann wirklich mehr mitmacht, hat man ja auch dieses Belohnungssystem, man sieht die Fortschritte am Anfang so, dann kommt man automatisch in die Sucht rein und ja, gibt sicherlich noch viel zu entdecken. Ich will jetzt aber mal wieder hoch, will noch kurz was dazu sagen und dann war es, glaube ich, auch schon. So, und da sind wir wieder drin angekommen. Ihr seht, wir können das hier natürlich also genauso drehen wie bei Pokémon und die Übersichtskarte ist natürlich auch ähnlich, beziehungsweise zeigt euch das alles so an. Ich muss sagen, es sieht in dem Sinne schöner aus als Ingress. Ich habe bei Ingress mal fix reingeschaut, da bin ich ja so deprimiert geworden, da kam ich ja gar nicht mehr klar, das ist alles so brutal. Das sieht in dem Sinne schon besser aus, finde ich, ist gut gemacht eigentlich, aber mir gefällt trotzdem dieses Setting, dieses mittelalterliche Setting nicht. Wir drücken hier nochmal drauf. Da ist nämlich noch irgendwas. Diptam 5 plus. Okay. Dann ist da noch eine Fahne. Hier findest du mehr Spuren der dunklen Künste. Mhm. Okay. Hier ist noch irgendwas Blaues. Obwohl. Hausfassade mit Sonnenuhr. Gewächshaus. Geh näher ran, um dieses Gewächshaus zu besuchen. Sind also da Gewächshäuser. Hier sind zwischendurch diese normalen Gasthäuser und die Festungen. Geh näher ran, um diese Festungen zu betreten. Boah, ich weiß nicht, habt ihr euch auch Harry Potter, also das Hogwarts Wizards Unite meine ich, habt ihr euch das Wizards Unite runtergeladen? Werdet ihr das spielen, werdet ihr das nicht spielen? Das ist natürlich jetzt sehr interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß, viele werden jetzt auf diesen Zug aufspringen, weil das jetzt natürlich einen richtigen Hype generiert, das Spiel. Und wenn man jetzt jeden Tag ein Video darüber macht, dann wäre das sicherlich förderlich für meinen Kanal, um da eben auch Klicks und Aufmerksamkeit zu generieren. Weil bei Pokémon bin ich ja der gefühlte millionste YouTuber gewesen, der dann angefangen hat, Pokémon-Videos zu machen, wo andere schon 1000 Folgen gemacht haben, kam ich mit meiner ersten Folge. Da ist das eben nicht mehr so was Besonderes, wenn man dann irgendwann das entdeckt für sich. Aber das ist es ja, ich habe es für mich entdeckt. Und bei Pokémon, da steckt wirklich mein Herz und meine Seele drin, das mache ich gerne. Das würde ich theoretisch nur spielen, um Klicks zu generieren. Und das ist eigentlich nicht mein Ziel. Ich wäre von Anfang an jetzt dabei, jeden Tag eine Folge, würde mir für den Kanal an sich sicherlich mehr bringen, aber mir persönlich bringt das dann nichts, wenn ich nur halblose Videos hinrotze für euch, um Klicks zu kriegen. Also, ich habe es mir jetzt mal angeguckt, mir gefällt halt dieses Setting nicht so wie bei Pokémon. Pokémon, da kenne ich mich wenigstens ein bisschen aus, hier möchte ich mich eigentlich gar nicht erst reinfuchsen, sonst suchtet man dann auch. Für Leute, die Harry Potter mögen, ist das sicherlich richtig interessant und richtig genial. Ich kenne Leute, die zocken ja auch dieses Jurassic World Alive oder eben dieses Walking Dead und dann zocken sie das bestimmt auch. Die zocken also immer 10 Spiele gleichzeitig, aber mir ist das zu viel. Ich bleibe bei einer Sache, die ich versuche dann richtig zu machen wenigstens und das zu halten, dass ich da jeden Tag ein was bringe. Und ja, das war's in dem Sinne. Das war's in dem Sinne dann von meiner Seite aus. Schreibt ihr nochmal rein. Habt ihr euch das auch runtergeladen? Habt ihr das mal angetestet? Wie findet ihr das neue Spiel von Niantic? Wizards Unite, wenn es überhaupt so heißt.
jetzt ist aber schon wieder hier übelst was los. Das war's von meiner Seite aus. Du bist zu schnell. Bitte fahre nicht, wenn du Harry Potter Wizards Unite spielst. Ich bin ein Passagier. Genau, kennt man ja auch von Pokémon. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.